Yippie-i-ho! Schweinebacken, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen, ihr, die ihr letztendlich doch die Konsolen-Elite seid. Denn, machen wir uns nichts vor, PlayStation 3, damit sind wir auf jeden Fall mit die coolsten Typen dieses... Tut mir leid. Eigentlich wollte ich uns und jetzt noch damit natürlich auch euch ein klein bisschen feiern, aber es geht natürlich auch ohne Überheblichkeit. Nichtsdestotrotz bin ich ganz froh, dass ihr heute auch wieder eingeschaltet habt. Das 60 Minuten spannungsgeladener Sendung jetzt auf euch warten, ist ja jede Woche so, aber heute ganz besonders, denn ich habe wieder einmal ein bisschen im PlayStation Store rumgeschaut, was es da so alles gibt und bin über verschiedenste Sachen gestolpert und vor allem bin ich tatsächlich auch mal in den japanischen PlayStation Store gewandert, denn, viele wissen es vielleicht noch nicht, es ist ja tatsächlich so, dass in den einzelnen Ländern und Kontinenten es unterschiedliche Inhalte auch gibt bei dem PlayStation Store und in den letzten Wochen gab es im japanischen PlayStation Store etwas, was weltweit für Furore gesorgt hat und dafür gesorgt hat, dass ganz, ganz viele Leute sich ganz plötzlich einen japanischen PlayStation-Account angelegt haben, um nämlich, und ihr wisst, wovon ich rede, die Demo von Gran Turismo 5 Prolog herunterzuladen. Genau dasselbe habe ich auch gemacht, habe mich da ziemlich durch den japanischen Wust an Informationen durchgewühlt und versucht, das einigermaßen so hinzukriegen, dass ich letztendlich dann tatsächlich geschafft habe, mir den japanischen Account anzulegen, die Demo runtergesaugt und euch da draußen möchte ich diese Arbeit ersparen. Deswegen gibt es bei mir gleich dann einen ersten Blick auf das, was eventuell die neueste Rennspielreferenz werden kann. Ich freue mich ganz besonders darauf, aber nichtsdestotrotz freue ich mich auch auf etwas, was es schon auch im deutschen PlayStation Store gibt, nämlich Ratchet & Clank Tools of Destruction. Das ist die Demo zum bald erscheinenden Ratchet & Clank, was wirklich grafisch und inhaltlich sehr, sehr, sehr vielversprechend aussieht. Bei Giga Games haben wir es auch schon ein bisschen ausführlicher vorgestellt. Hier aber heute mit mir für euch die Demo, die ihr unmittelbar während der Sendung auch schon selber euch runterladen könnt im Store und dann auch selber schon ein klein bisschen zocken dürft. Dazu gibt es noch ein paar Mails, die sind letzte Woche ja ein bisschen zu kurz gekommen. Und wenn ihr ganz, und ich meine wirklich ganz brav seid, gibt es nachher vielleicht noch ein bisschen Angelina Jolie nackt. Spätestens jetzt habe ich all eure Aufmerksamkeit und auch die Aufmerksamkeit von den Kameramännern. Das ist der richtige Zeitpunkt, um mit den Themen des heutigen Tages zu starten. Und an erster Stelle steht da heute Ratchet & Clank Tools of Destruction. Und ja, wir steigen einfach mal ein, weil die Demo ist auch wirklich relativ umfangreich. Man kriegt einiges zu sehen vom Spiel selber. Wie man sie sich runterlädt, ganz einfach, geht in den Store, geht auf die Neuheiten, geht dann auf die Ratchet & Clank Demo und saugt sie euch runter, installiert sie. Und dann habt ihr ein vergleichbares Bild, wie auch gerade bei mir, hier auf dem Monitor. Gehen wir einfach mal drauf. Ich mache hier schon einen ganz kleinen Ausblick auf die GT-Demo nachher gleich. Gran Turismo 5 Prolog. Ja, die aber erst nachher. Vorher ein klein bisschen Ratchet & Clank. Der tasmanische Löffelbär, wie ich Ratchet liebevoll auch nenne, ist wieder zurück mit einem neuen Abenteuer. Auf der PlayStation 2 schon sehr, sehr, sehr erfolgreich gewesen. Hat in der Vergangenheit Sony einiges an Verkaufszahlen auch beschert. Von Insomniac das Ganze auch diesmal natürlich wieder produziert bzw. entwickelt. Und sie sind, muss man es vielleicht im Positiven formulieren, ihrer Tradition treu geblieben. Also sie haben wieder einen Teil abgeliefert, der Fans der Serie sofort Freudestränen in die Augen treiben wird. Denn es fühlt sich an, es sieht so aus und es spielt sich genauso wie die vorangegangenen Teile. Man könnte jetzt sagen, fehlt vielleicht ein bisschen was Innovation, aber auch dafür wurde gesorgt. Wir gucken uns aber unmittelbar das nette Intro auch mal wieder an. Letzte Woche gab es auch schon ein Intro, diesmal wieder. Aber es liegt einfach daran, dass auch hier bei Ratchet & Clank das Intro sehr, 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 sehr witzig ist. Und Humor ist etwas, was mir immer wieder sehr gut gefällt, vor allem auch in Videospielen. Und deswegen lehnt euch entspannt zurück und genießt. Schubleiter, klar. Horizontalstabilisator? Klar. Ionendüsen? Scheintazetten wie Rückenwind. Mit gutem Timing könnten wir Windschatten des Gravizugs am Verkehr vorbei, den Magnogreifer an die Fußgängerbrücke heften und mit dem Schwunghaken... Ratchet. Die Düsen sind fit, Clank. Schau. Kein Problem, da ist bestimmt nur eine Leitung verstopft. Da kommt eine Nachricht von Captain Quark. Ratchet? Clank, ich habe hier ein paar Problemchen im Planetensicherheitszentrum. Nichts, was mich überfordert. Nur ein paar tausend schwer bewaffnete Kampfroboter. Ich dachte einfach, falls ihr in der Nähe seid... Halt, ich bin zu schwer zum Sterben. Schwer bewaffnete Kampfroboter? Wann sind sie das mal nicht? Bist du sicher, dass jetzt alles funktioniert? Mach dir keinen Kopf. Planetensicherheitszentrum, wir
Alles klar? Vorsicht! Wo willst du hin? Ist eine Abkürzung! Vertrau mir! Ratchet, Vorsicht! Oh, siehst du? Zack! Dann müssen wir wohl laufen. Gut, dass ich mein neues Navi habe. Ja, und an der Stelle starten wir mit der Demo. Wird auch genauso natürlich beim Spiel dann sein, dass man an der Stelle dann loslegt. Steuerung. Herzlich willkommen, Kunde 91802. Wenn Sie gegen eine riesige, tödliche Raumarmada kämpfen möchten, ist Ihnen der Gadgetron-Kundendienst gerne behilflich. Steuerung, wie gesagt, auch ähnlich wie bei dem Vorgänger. Man hat den klassischen Doppelsprung, man hat eine klassische Taste für die Waffe eurer Wahl. Man kann zwischen verschiedenen Waffen hin und her schalten. Ich habe hier zu Beginn zum einen den Hammer, habe aber hier vor allem auch für die Distanzangriffe sowas wie ein, ja, wie ein Laser, Beamer, Baller, Feuerkugelspucker. Die beiden Sachen erkläre ich euch gleich nochmal näher. Die sind nämlich ganz witzig, sind eher so Ablenkutensilien für die Gegner und hier unten eine Schmelzgranate. Aber wir gehen wieder hoch auf unseren bewährten Feuerblaster. Und damit können wir jetzt die schwer bewaffneten Killerroboter, und wann sind sie nicht mal schwer bewaffnet, außer Gefecht setzen. Und ein nettes Detail halt auch, diese schwer bewaffneten Killerroboter werden gelenkt von hier diesen glubschäubigen eher Amphibienwesen, die, wenn man sie zerkloppt, genauso wie alle anderen Gegner, Gegenstände und ähnliches im Spiel, hier die, ja, so diese technischen Utensilien verlieren, also Zahnräder, Spangen und ähnliches. Und wenn ihr oben rechts kurz schaut, seht ihr da eine Anzeige, wo die Sachen einfach gelistet werden. Ist nichts anderes als die Coins von Super Mario, die natürlich in jedem Jump'n'Run und Action-Jump'n'Run einfach auch nicht fehlen dürfen. Können natürlich dann eingetauscht werden gegen Power-Ups, gegen mehr Leben, was halt eingetauscht werden. Also man bekommt dadurch halt Power-Ups, mehr Leben und so weiter und so weiter, Erfahrungspunkte. Also alles, was rumliegt, muss man einsammeln, denn kann wichtig werden. Hier, dieses Viech, die Viecher gefallen mir halt wirklich gut. Insgesamt das Spiel wirklich auch sehr lustig angelegt. Also es geht weniger darum, dass man jetzt hier möglichst realistisch irgendwelche Gegner auseinander nimmt, sondern der, ja, familientaugliche Shooter-Spaß steht hier absolut im Vordergrund und macht aber auch den Leuten wirklich Freude, die im Normalfall vielleicht sich eher mit der härteren Gangart beschäftigen. Weil das Spiel ist wirklich sehr, sehr sauber umgesetzt. Grafisch gehört es definitiv zu den besten, was es im Moment auf der PlayStation 3 zu sehen gibt. Geht von dem Grafikstil noch ein bisschen mehr ins Comichafte, als das zum Beispiel auch ein Uncharted Drake's Fortune jetzt im unmittelbaren Vergleich machen würde. Aber das ist halt auch das, was man von Ratchet & Clank einfach erwarten kann, weil so sah es in der Vergangenheit auch schon immer aus. Wow. Und man muss einfach sagen, technisch jetzt, wenn man einfach mal schaut, wie flüssig das Ganze bleibt, auch wenn hier so viele Gegner unterwegs sind und halt dann auch diese ganzen Schrauben, die in der Gegend rumfliegen. Also teilweise sieht man ja den Bildschirm vor lauter Objekten gar nicht mehr. Und nichtsdestotrotz bleibt das Ganze absolut flüssig. Und auch noch sehr, sehr schön. So, hier dann auch größere Objekte. Um das Schnellauswahlmenü aufzurufen. Wähle dann mit dem linken Stick deine Waffe. Ja, ist natürlich noch hier Tutorial auch mit in der Demo drin, ist ja ganz klar, damit man erklärt bekommt, wie alles funktioniert. Aber das habe ich euch gerade auch schon kurz gezeigt gehabt. So. Man muss einfach mal auf die kleinen Details auch achten.
Also das ist wirklich im Spiel immer wieder faszinierend, was sich da an Liebe der Entwickler zeigt, wenn man mal schaut, wie detailliert hier das Szenario umgesetzt wird und halt auch wirklich dieses Gefühl von einer futuristischen, zwar Comic, aber nichtsdestotrotz glaubwürdigen Megacity entsteht. Wirklich sehr, 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 sehr nett umgesetzt. So, immer alles mitnehmen. Hauptsächlich im Moment halt für mich hier diese Brennerschusssachen wichtig. Und wie viel haben wir? Ich glaube, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Deswegen hebe ich mir das, was jetzt als nächstes kommt, einfach für nach der Werbung auf. Denn natürlich geht es danach unmittelbar weiter. Aber jetzt kommt ein sehr nettes Feature, was ich jetzt nicht so unmittelbar kurz vorher noch abfeuern will. Deswegen jetzt ganz kurz eine Unterbrechung und gleich geht's weiter mit Ratchet & Clank und den Werkzeugen der Zerstörung. Seht ihr, hat doch gar nicht wehgetan und jetzt geht's auch schon unmittelbar weiter mit Ratchet & Clank, Tools of Destruction. Und wir sind ganz kurz vor dem Erlebnis der besonderen Art, denn wir können mit Ratchet tatsächlich auch ein bisschen grinden. Das ist eine Erfahrung, die ich euch nicht vorenthalten möchte und deswegen geht es jetzt hier auf die Grind-Stange und dann geht's automatisch los. Und das Einzige, was ihr noch machen müsst, ist nur noch springen im richtigen Zeitpunkt, beziehungsweise, und das kommt nachher im Laufe der Demo auch noch ab und zu, dass ihr, und guck mal hier auf das Haus, wie das zusammenstürzt, sehr geil, dass ihr auch das Rail quasi wechseln müsst. Aber das ist nicht wirklich schwierig und zeigt einfach nur, auch wenn es ab und zu hier in den Phasen dann kleine Ruckler gibt, dass das trotzdem alles sehr gut und sehr flüssig funktioniert. So, wir können auch in die Ego-Perspektive schalten. Damit können wir dann halt hier so unmittelbar also zielen auf. Okay, jetzt habe ich hier jede Menge Gegner, deswegen will ich euch jetzt mal ganz kurz ein paar von den hier Ablenkungstool quasi zeigen. Ego-Perspektive, klar, könnt ihr dann frei rumzielen und irgendwo draufballern, wo ihr gerade hinballern wollt. Und jetzt aber hier mit dem Gegenstand, der im ersten Moment ein bisschen aussieht wie eine Plasmagranate, ein unglaublich gefährliches Utensil der Zerstörung auf jeden Fall. In Wirklichkeit ist es, und das ist sehr, sehr cool, nämlich eine Disco-Kugel. Und diese Disco-Kugel sorgt dafür, dass alle Gegner halt definitiv was Besseres zu tun haben, als euch zu verfolgen. Und dann halt, ja, jetzt habe ich ein bisschen zu lange gewartet. Und jetzt, ich will aber jetzt nicht drauf gehen, das wäre jetzt super blöd. Und dann, na super, oh Gott. Halt mit dieser Disco-Kugel werden sie abgelenkt, fangen alle an zu tanzen. Und jetzt muss ich auch noch hier anfangen. Na gut, okay. Das ist das Problem, wenn man Sachen zeigen will und sie nicht nutzt, um ganz schnell die Gegner zu eliminieren. Ja, könnt ihr sie dann in der Zeit, wo sie tanzen, könnt ihr sie dann erledigen. Und das ist natürlich gerade in Situationen, wo sehr viel um euch herum passiert, sehr praktisch. So, und jetzt guckt wirklich auch hier nochmal immer auf die Hintergründe. Schon sehr, sehr nett. So, aber jetzt hier keine Gnade. Direkt mit so einem Moonwalk, auch gut. So, kommt her. Aber ich will wieder die Waffe. Und guckt einfach, hier ist wirklich jede Menge los. Also, und trotzdem alles noch absolut flüssig. So, was bist du denn hier eigentlich, so nervig Ding? Weil den habe ich gerade mit meinem Auto-Lock-On nicht erwischen können. Aber da konnte ich euch dann nochmal die Ego-Perspektive auch schön zeigen. So, alles einsammeln. Okay, vielleicht machen wir es aber auch mal ein bisschen hin. Muss ich nicht unbedingt alles einsammeln. Dann zeige ich euch einfach noch ein bisschen mehr von der Demo. Vielleicht schaffen wir es dann tatsächlich auch noch hier komplett durch.
Ja, das Genre, für das Ratchet & Clank ja auch tatsächlich steht, also dieses Adventure, Action-Adventure, Shooter. Genre ist ja ein bisschen im Vergleich zur Vergangenheit in der Versenkung verschwunden. Also früher gab es da halt deutlich mehr Sachen, die so in die Richtung gegangen sind. Eigentlich ein bisschen schade. Also es hat aber tatsächlich fast schon auch wieder, fast ein bisschen was einen nostalgischen Touch, wenn man dann solche Spiele jetzt heutzutage spielt, in Zeiten von ultra-realistischen Ego-Shootern und so weiter und so weiter. Na, jetzt kriege ich den mit dem Autolock an, kriege ich sie tatsächlich nicht so sehr gut hier gerade. Moment, ich bin schon wieder kurz davor zu sterben, das kann doch echt nicht wahr sein. Bei der Vorbereitung habe ich diese komplette Demo ohne ein einziges Mal drauf zu gehen erledigt und jetzt hier wieder einmal der Vorführeffekt. So, komm her! Also ultra-realistischen Ego-Shooter und so weiter und so weiter. Also in solchen Zeiten wirkt es fast schon ein bisschen antiquiert, was wir hier mit Ratchet & Clank haben. Aber nicht umsonst war das in der Vergangenheit sehr erfolgreich, das Genre. So, dass ich glaube, dass Tooth of Destruction auf jeden Fall sehr gute Chancen haben könnte, ein richtiger Erfolgshit zu werden. Zumal, und da kommen wir ja wieder zum leidigen Thema, des Software-Nachschubs. Zumal es halt zurzeit auch nicht so super viele Alternativen für die PlayStation 3 gibt, was jetzt Software anbelangt. Auch wenn wir immer noch alle hoffen, dass das Weihnachtsgeschäft... Ups, ich habe keinen Schuss mehr. Das ist mir auch noch nie passiert. Ja, das passiert, wenn man halt nicht alles einsammelt. So. Kann natürlich hier auch den schusssparenden Hammer benutzen. Damit kriege ich sie natürlich auch runter. Und jetzt sollte ich vielleicht doch noch mal ein bisschen die Zeit nutzen, um hier ein paar Sachen einzusammeln. Ja, wie gesagt, in Zeiten von schlechtem Software-Nachschub definitiv ein Titel, den man zumindest in der Demo angespielt haben muss, wenn man eine PlayStation 3 hat. Das sage ich jetzt einfach mal so. Herausfordernd, damit ihr das alle auch wirklich nutzt. Denn ich meine, es kostet nichts und ihr könnt euch schon einen sehr, sehr, sehr guten Eindruck von der Software machen. So, hier wieder eine von den Passagen, von denen ich vorhin auch ganz kurz gesprochen habe. Geht halt darum, dass man zwischen hier diesen Rail-Tracks hin und her hüpft. Und immer eine gute Idee, direkt mit einem dicken Plaut hier auf der Bühne zu erscheinen. So, ich guck ganz, ich weiß nicht ganz genau, wo ich jetzt in der Demo bin, weil wir müssen auch schon wieder zum Ende kommen. Im Hintergrund hören wir halt die ganze Zeit, ne, den bösen Polizeichef oder was auch immer es sein mag, der verhindern will, dass wir unserem Freund Captain, ich habe seinen Namen vergessen, zu Hilfe kommen. Aber natürlich werden wir es schaffen, aber nicht mehr in der Demo und vor allem auch nicht mehr hier in der heutigen Sendung. Noch ganz kurz den Catwalk zu Ende laufen vielleicht. Hier muss man sich ein bisschen beeilen, denn hinter einem bricht alles zusammen. Macht euch weg. Den laufen wir noch zu Ende ganz kurz und dann... Uah! Obwohl, ich wollte euch noch was zeigen. Moment, genau. Wir haben hier noch ein Ding, was ich euch noch nicht gezeigt habe. Den Transmorpher. Denn der, auch sehr gut, verwandelt halt alle Gegner in Pinguine. Fragt mich nicht warum, aber die Entwickler von Insomniac haben bestimmt einen Grund dafür, warum wir das so umgesetzt haben. Und wenn nicht, auch egal, Hauptsache es macht Spaß. Genau, und mit dem fetten Bang und dem Sturz wieder runter, und wenn ihr im Hintergrund seht jetzt vielleicht, das Ganze hat dann ein bisschen was von fünften Element. Hier wird mich dann auch die Six-Axis-Steuerung endlich mal eingesetzt im Spiel.
Finde ich ein schönes kleines Minispiel quasi, was dann nochmal Six Axis nutzt. Und einfach diese Hommage an The Fifth Element, wo die Mila Jovovich runterspringt und dann im Taxi von Bruce Willis landet. Aber das ist eine völlig andere Geschichte. Ähnliches gilt auch für das, was jetzt kommt, denn es sind die Neuigkeiten der großen, kunterbunten, weiten Welt. Und ihr nennt sie liebevoll News und ich nenne sie liebevoll Ab geht's. Burnout Paradise. Demo- und Release-Termin angekündigt. Die Burnout-Serie geht nicht gerade pflichtbewusst und verantwortungsvoll mit den Verkehrsregeln um. Und gerade deshalb macht das Spiel auch so viel Spaß. Im neuesten Teil wird es nun auch möglich sein, eine ganze Stadt namens Paradise City zu befahren. Wie sich das anfühlt, könnt ihr schon bald herausfinden. Denn im Dezember erscheint eine Demo auf dem PlayStation Network. Das fertige Spiel folgt einen Monat später am 22. Januar. Tekken 5 – Dark Resurrection Online – Trailer zum Beat'em Up. Tekken ist für viele Freunde von Prügelspielen der heilige Gral. Schon zur Veröffentlichung der PS3 erschien auf dem PlayStation Network eine Version von Tekken 5 Dark Resurrection, die allerdings deutlich abgespeckter als das PSP-Pendant war. Nun erscheint mit Tekken 5 Dark Resurrection Online eine Version, die deutlich an Umfang zugenommen hat. Neben dem Trainings- und Survival-Modus könnt ihr auch erstmals Online-Duelle austragen. Angeboten wird Dark Resurrection Online als Erweiterung für knapp $10. Pro Evolution Soccer 2008. Patch ist im Anmarsch. Die neueste Simulation aus dem Hause Konami bietet spielerisch Fußball auf höchstem Niveau. Doch leider kann man derzeit diese Erfahrung nur sehr eingeschränkt mit anderen Fußballfreunden auf dieser Welt teilen. Spieler werden sekundenlang ausgeblendet, teilweise fehlt sogar der Ball auf dem Spielfeld. Ein Patch soll da Abhilfe schaffen. Wann wir allerdings damit rechnen können, ist derzeit noch nicht klar. Rockband. Songliste veröffentlicht. Wer schon immer mal in einer Band spielen wollte, aber weder das Geld noch die nötigen Fähigkeiten für ein Instrument besitzt, wird mit Rockband sicherlich glücklich. In der jüngst veröffentlichten Songliste könnt ihr nun nachsehen, was euch erwartet. Neben Klassikern wie Blitzkrieg Bob von den Ramones oder Gimme Shelter von den Stones gibt es selbstverständlich auch aktuelles Liedgut von The Strokes, Weezer und den Red Hot Chili Peppers. Rockband erscheint im ersten Quartal 2008. Ja, das war Rockband. Ein Spiel, wo ich mich persönlich auch sehr, sehr drauf freue. Guitar Hero habe ich sehr viel gespielt und mit Rockband kann man dann ja noch mehr Instrumente auf einmal und vor allem auch mit seinen Freunden in den Angriff nehmen. Und da bin ich schon sehr gespannt und freue mich auf. Aber das ist ja das Problem. Anfang 2008, das wird noch ein Weilchen dauern. Ähnliches gilt auch für den Start der Gran Turismo 5 Prolog-Demo. Denn bevor wir die uns gemeinsam anschauen, gibt es jetzt erst noch mal ein kleines bisschen Werbung. Es gibt immer wieder Spiele, wo man schon zum Start einer Konsole weiß, okay, wenn die dann rauskommen, freue ich mich wie ein Schneekönig. Für mich gilt das definitiv, wenn ich daran denke, dass bald dann Gran Turismo 5 rauskommen wird. Allerdings hat es Polyphony Digital auch diesmal wieder, sagen wir, sehr individuell gelöst, die Leute noch weiter auch auf die Folter zu spannen. Ähnlich wie das auch schon bei GT4 der Fall gewesen ist, gibt es nämlich erstmal eine Prolog-Version, also eine hinführende, auf das dann finale Produkt schon mal schmackhaft machende Vorabversion. Das gab es halt mit Gran Turismo 4 Prolog auch schon. Und jetzt gab es seit letztem Monat im japanischen Store eine Demo zu Gran Turismo 5 Prolog. Und die hat man, wie gesagt, nur bekommen, wenn man im japanischen Store unterwegs war. Das Ganze kann man zurzeit ja immer noch dadurch auch in Europa lösen, dass man sich einen japanischen Account anlegt. Das Ganze ist halbwegs kompliziert, geht aber, wenn man wirklich motiviert ist. Und viele Leute waren motiviert, das zu machen, wenn sie die Demo haben wollten. Ähnliches galt auch für mich. Zudem vielleicht nur ganz kurz auch noch, also die Möglichkeit, sich verschiedene Accounts anzulegen, gilt ja auch für Amerika. Man muss halt einfach nur sich einen neuen Account anlegen und dann halt als Sub-Account einen mit einer anderen Adresse machen. Ich bin mal gespannt, wie lange das tatsächlich auch noch möglich sein wird. Denn Ähnliches war früher auch bei der 360 möglich, dann aber als es spezielle lizenzrechtlich problematische Inhalte für den Marketplace gab, haben sie es dann
per IP-Sperre quasi gemacht, dass man dann aus Europa oder sonst wo nicht mehr auf den amerikanischen draufkommt. So etwas Ähnliches bin ich zumindest ziemlich sicher, wird es dann auch für den PlayStation Store geben, sobald es da halt Inhalte gibt, die lizenzrechtlich, also seien es jetzt Serien oder Filme oder Ähnliches, was es ja auf dem Marketplace alles gibt in Amerika, sobald die halt dann da sind, wird man dann dafür sorgen müssen von Sony-Seite, dass halt niemand außerhalb Amerikas, Japans oder was auch immer halt auf die jeweiligen Inhalte zugreift. Im Moment ist das noch möglich. Probiert's einfach mal aus. Lohnt sich immer mal wieder. Und vor allem natürlich auch bei so Sachen wie einer Demo zu Gran Turismo 5 muss man auf jeden Fall zugreifen. Die Entscheidung, auch jetzt wieder so eine Prolog-Version, dann eine Demo-Version zur Prolog-Version der Fortsetzung eines sehr erfolgreichen Franchises, vermutet man oft und vermutlich auch nicht zu Unrecht, dass man da doch Sony zu danken hat, dass die halt einfach mit ihrer Mega-Franchise, die Gran Turismo einfach ist, halt die Leute möglichst lange auch neugierig halten wollen und vor allem auch alle Leute davon abhalten wollen, andere Produkte jetzt. Ich meine, es gibt mittlerweile Sachen wie Project Gotham Racing, Forza oder weiter oder und so weiter und so weiter, die ja durchaus am Thron kratzen. Und da muss man den Leuten immer wieder vor Augen führen, okay, so cool ist Gran Turismo und deswegen halt so eine Prolog-Version, die deutlich abgespeckt sein wird im Unterschied zur Gran Turismo Endversion dann, dadurch meistens ja auch, zumindest war es beim Vierer so, auch ein bisschen günstiger als dann das finale Spiel und teilweise, das war auch bei der Vierer so, mit anderen Features. Zum Beispiel gab es bei der Prolog Vierer Version, gab es ja dieses unsägliche dass wenn man jemanden zu sehr gerammt hat, dass man dann ja für 10 Sekunden lang nicht mehr richtig beschleunigen konnte oder sowas. Das war ja zum Glück dann in der endgültigen nicht mehr dann drinne und so weiter und so weiter. Von daher muss man einfach mal abwarten. Ich rede viel, aber das ist bei einem Titel wie Gran Turismo 5 auf jeden Fall auch nötig. Und jetzt aber ein bisschen Schluss mit reden und ein bisschen mehr zeigen, was die Demo denn alles so zu bieten hat. Das ist nicht wirklich viel. Es ist eine Strecke und 7 Autos im Moment, die aber schon auf jeden Fall einen guten Vorgeschmack von dem geben, was letztendlich euch beim finalen Spiel erwarten wird. Jetzt hier im Hauptmenü, ich gehe da gleich mal drauf ein, wir fahren jetzt einfach ein Ründchen. Hier den GTR hebe ich mir, den Nissan hebe ich mir für nachher auf. Wir fahren jetzt einfach mal mit, was sollen wir denn machen? Fahren wir mal mit dem, wo ist er denn? Ja, wo ist der? Da, genau. Mit dem 135i. Fahren wir mit dem, genau. Deutsches Auto, sehr schön, in vielen verschiedenen Farben steht er zur Verfügung. Wir nehmen einfach mal, Alpinweiß, das ist auch eine sehr schöne Farbe. Ich entscheide mich für ja, das nehme ich so. Ihr seht, japanische Demo, natürlich alles auch auf Japanisch, ist aber nicht so kompliziert und viele von den Sachen muss man auch gar nicht wirklich unbedingt nachvollziehen. Ist relativ einfach, ja ist meistens das kürzere Wort von den beiden, dann weiß man, dass man damit bestätigen kann. Hier die Einstellung, ich meine, AT ist auch in der deutschen Version natürlich automatische Transition, also Automatik-Schaltgetriebe. Und die anderen Sachen kann man halt auch noch einstellen. Da geht es dann darum, irgendwie welche, ja, die Standardsachen halt ganz einfach. Also welchen Controller man benutzt und so weiter und so weiter und so weiter. Man kann übrigens die Demo auch schon mit dem Lenkrad spielen. Ich habe gelesen, dass man nur mit Lenkrad spielen kann, wenn man tatsächlich mit allen Autos auch schon gesiegt hat. Ich habe es tatsächlich noch nicht, also ich habe weder mit allen Autos gesiegt, noch habe ich es mit einem Lenkrad bisher ausprobieren können. Müsst ihr einfach vielleicht mal selber ausprobieren. Die Option gibt es auf jeden Fall und auch die Einstellmöglichkeiten auch in der Demo. Natürlich dann auch mit Force Feedback. Etwas, was allen Simulationsfreunden ja sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ich meine, ein Lenkrad, was Force Feedback bietet, dann ohne Force Feedback anzusteuern, ist halt auch total unlustig. Also von daher funktioniert das auch. Übrigens auch etwas, was in der Demo auch schon möglich ist, zumindest wenn man den Menüpunkten Glauben schenken kann, die Unterstützung der Rumble-Funktion beim DualShock 3. Wir wissen ja alle, bald kommt er raus. Naja, bald ist auch ein bisschen übertrieben, Ende des Jahres vermutlich. Für Deutschland muss man mal abwarten, wahrscheinlich Anfang des Jahres. Und der DualShock 3 wird halt auch unterstützt. Die Strecke hier, alle Gran Turismo-Veteranen werden sie kennen. Natürlich Suzuka oder auch alle Formel-1-Freunde werden sie kennen, ist Suzuka. Uiepa!
Ja, und das auch etwas, was immer noch bei Gran Turismo geht. Anstatt zu bremsen, einfach dem Vordermann kräftig ins Hinterteil rasen. Zum einen ist das ein deutlich besserer Bremseffekt, als wenn man es mit seinen eigenen Bremsen macht. Und zum anderen schießt man den Gegner dann meistens auch noch über die Strecke hinaus und bekommt dadurch dann einen zwar unfairen, aber nicht zu unterschätzenden Vorteil. Mal schauen, inwiefern das dann wirklich mit einem Schadensmodell oder sowas anders wird. Bei der fertigen Version wollen wir es einfach mal hoffen. So, und hier kann man bei Suzuka ja eigentlich, wenn man möchte, oder zumindest in den höheren Wagenklassen, also höheren PS-Klassen, kann man hier diesen einen Auslauf noch mit benutzen. Jetzt aber hier bei den doch eher schwachbrüstigen Autos das noch nicht wirklich nötig. So. Also ich muss sagen, mir gefällt auch jetzt bei der Demo-Version die KI schon sehr gut. Also die fahren schon sehr realistisch, also nicht immer nur stur nach der Ideallinie, sondern auch durchaus mal, wenn man direkt neben ihnen ist oder sowas, halten sie sich auch daran, dass sie einem nicht unbedingt sofort in die Karre fahren, sondern fahren auch, wenn es für sie vielleicht unvorteilhaft ist, den eher sicheren Weg außen drumrum, machen aber nichtsdestotrotz auch immer mal wieder Fehler. Ich habe auch so den Eindruck, wenn man sie ein bisschen unter Druck setzt, dass sie dann auch ein bisschen mehr Fehler machen, aber das kann jetzt auch nur Wunschdenken sein. Und insgesamt ist das Gefühl, wenn man halt in so einem Pulk fährt, wie halt jetzt hier die meiste Zeit schon, wirklich also sehr, sehr genial umgesetzt und ist einfach nur der Beweis, dass Gran Turismo halt wirklich zu den besten Rennspielen gehört und einfach das Genre auch immer wieder definiert. So, jetzt mal eine andere Perspektive. Hab jetzt in die Cockpit-Perspektive geschaltet. Zum ersten Mal ja in einem Gran Turismo-Spiel mit dabei. Sieht auch sehr schön aus, sehr detailliert. Hier sogar mit Navi, den man da sieht. Achtet auch mal auf die Rückspiegel, die ja sogar in der Außenperspektive, schalten wir vielleicht noch mal ganz kurz raus, achtet da mal auf die Rückspiegel, selbst hier kann man in den Rückspiegeln tatsächlich das Geschehen auf der Strecke sehen, weil hier im Moment sehe ich es jetzt gerade tatsächlich nicht so gut, aber das kann daran liegen, dass ich hier den Fernseher nicht so hundertprozentig gut positioniert habe zu mir. Also im Normalfall da wirklich auch in den Rückspiegeln immer alles sehr detailliert zu verfolgen. Hier noch eine weitere Ansicht, die klassische Motorhaubenperspektive. Aber das ist so für mich meine, ja, meine Gran Turismo-Perspektive. Also meistens spiele ich wirklich hier in der. Na, dich habe ich, wollte ich auch gerade sagen, ich habe ich doch noch rausgekickt, denn ich will ja noch auf jeden Fall Erster werden. Huch, ich wurde vom PlayStation Network abgemeldet. Wahrscheinlich, weil ich den Typen rausgekickt habe. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, was ich gemacht habe, aber das konnte mich nicht daran hindern, zu siegen. Was ich jetzt hier auch gemacht habe. Also, man sieht wunderbar die Platzierung. Ich bin Erster. Das ist natürlich das Wichtigste. Und dann auch wieder mit das Wichtigste bei GT-Spielen auch immer wieder das Replay, wo das Ganze dann immer noch mal eine Scheibe netter aussieht. Wir können auch zoomen hier, an das Auto ranzoomen. Und also da spielt die Grafik-Engine halt doch wirklich noch mal ein bisschen mehr mit den Muskeln. War ja immer so, dass die Replays optisch noch mal ein bisschen aufgebohrt wurden bei Gran Turismo, also im Vergleich zum tatsächlichen In-Game, was ja auch eigentlich nur eine irreführende Formulierung ist, also In-Game-Grafik. Das ist auch In-Game-Grafik, weil es halt mit der Grafik-Engine des Spiels generiert wurde, aber dadurch, dass halt jetzt hier die ganze Power quasi auf die Grafikberechnung und nicht auch noch auf KI, auf Physik und so weiter verteilt wird, poliert das halt immer die Grafik dann noch ein bisschen auf. Also insofern In-Game und In-Game ist nicht immer dasselbe. So, wir können ja auch zwischen den verschiedenen Perspektiven durchschalten, können uns leider auch
hier im Replay genauso wie im Spiel selber nicht umschauen. Also dass man im Cockpit mal hin und her schauen würde. Hat leider nicht möglich. Hier sehr schön detailliert in der Ansicht wirklich das eigene Auto auch. An einem Auto sitzt ja, gibt es so eine Aussage von Polyphony Digital, also von den Entwicklern, dass halt pro Auto ein Mann einen Monat quasi braucht. Plus, minus, was auch immer. Aber so circa ist das tatsächlich so ein Richtwert, mit dem die auch selber kalkulieren. Und bei den Massen von Autos, das ist ja eine Sache, wo man immer wieder auch mit dem Kopf schütteln kann. Ich mache es zumindest. Bei den Massen von Autos, weil es gibt in den meisten GT-Spielen Hunderte von Autos. Also bei GT5 bin ich mal sehr gespannt. Also da wird wahrscheinlich mal wieder die 500-Marke locker geknackt werden. Kann man sich einfach ausrechnen. 500 mal einen Monat, das sind 500 Monate. Wenn das nur ein einzelner Mann wäre, würde es verdammt lange dauern, bis die Spiele immer wieder rauskommen würden. So, das war das Replay. Gucken wir uns jetzt aber das Ganze doch auch nochmal mit einem anderen Auto eventuell an. Beziehungsweise auch jetzt einfach nochmal ganz kurz versuche ich euch ein bisschen das japanische Menü zu erklären, was es denn da alles so gibt. Also, hier starten wir mit Race. Da kann man heizen. Showroom, das habe ich euch gerade schon gezeigt, die ganzen Autos. Wir fahren jetzt als nächstes mal mit dem GTR. Den wir jetzt uns mal hier schön in Rot basteln. Weil das ist so die höchste Klasse, glaube ich, in der Demo. Zumindest sind da die coolsten anderen Autos noch mit dabei. Da kann ich euch dann gleich noch einiges zeigen. GT-TV ist leider hier in der japanischen... Er hatte mich abgemeldet. Okay, brech mal ab. Muss jetzt auch nicht sein. So, abbrechen. Da kann man sich, weil das funktioniert mir nämlich sowieso, da ist offensichtlich so eine IP-Sperre oder sowas schon drauf, zumindest eine Verifikation, weil die Sachen, die da als Inhalt angeboten werden, kann man sich nicht runterladen, weil man halt scheinbar nicht aus Japan kommt. Ist schade, sind aber eigentlich auch nur so Trailer und andere kleine, nette Movies, die so ein bisschen was noch rund um das Thema GT5 und ähnliches präsentieren. Dann Manual für Nicht-Japaner, absolut unrelevant. Und hier bei den Optionen, da kann ich euch ganz kurz zeigen, was es nämlich noch gibt mit den Lenkrädern. Also die werden alle auch von der Demo-Version schon unterstützt. Solltet ihr, wenn ihr also ein Lenkrad habt, auf jeden Fall auch ausprobieren. Und dann schreibt mir einfach mal, ob es wirklich so ist, dass man erst alles durchgespielt haben muss, also mit allen Autos gewonnen haben muss, bevor man wirklich mit dem Lenkrad spielen kann. So, das war's quasi auch schon. Dann fangen wir jetzt nochmal hier Rennen an. Wie gesagt, leider nur Suzuka, aber um so den ersten Eindruck zu kriegen, zusammen mit der Demo zu Gran Turismo HD, was ja was anderes ist als die Demo zu der Prolog-Version, die wir jetzt hier haben, die mit der Eiger Nordwand. Ihr kennt es, ist über ein Jahr her, da gab es die auch schon im Store. Das ist was anderes. Es war auch Gran Turismo, aber verwirrend ist aber so. Hat mit dem tatsächlichen Spiel dann schon auch was zu tun. Entschuldigung, warum bremst du denn auch so hektisch hier? Kack Mercedes. So, auch hier wieder mal die Cockpit-Perspektive für euch. Ja, und da merkt man auch schon wirklich, dass das jetzt eine andere Fahrzeugklasse einfach ist, mit der man hier unterwegs ist. Bremspunkte verschieben sich deutlich nach vorne. Die Gesamtkurvengeschwindigkeiten und sowas werden halt auch deutlich schneller. Und was ich euch eigentlich ganz gerne zeigen wollen würde, wäre noch der R8.
was so, also im Moment so mein absolutes Traumauto bei Gran Turismo, ist, weil es einfach unglaublich gut aussieht. Aber ich glaube, der ist schon weg. Also die Autos sehen richtig, richtig Hammer aus. Vor allem halt, ne, Ferraris und was es jetzt alles mit dabei gibt. Die neuesten Modelle von den absoluten Traumautos. Und der Yamauchi, der Chef von Polyphony Digital, ist ja auch ein absoluter Auto-Freak. Und als solcher hat er halt auch die verschiedensten Autos selber bei sich in der Garage stehen. Hat irgendwie auch um die 50, 60 Autos. Wobei das jetzt auch einfach eine Lüge von mir sein kann. Wahrscheinlich hat er mehr. Und er ist auch sehr autoverliebt. Und das merkt man im Spiel halt einfach an. Ist wirklich von Autofreaks für Autofreaks gemacht. Und ich freue mich schon sehr und bin sehr gespannt, ob die Prolog-Version denn dann, wenn sie in Japan rausgekommen ist, auch ihren Weg sehr schnell nach Deutschland finden wird. Wir finden jetzt an der Stelle aber ganz abrupt ein Ende. Das muss leider sein, denn viel Zeit haben wir nicht mehr. Aber die Demo, so viel zeigt sie ja letztendlich auch nicht. Aber ich habe viel geredet, deswegen ist sie wie im Flug vergangen, die Zeit. Und wir machen ganz kurz eine Landung und sind dann aber gleich wieder zurück. Und dann gibt es noch ein paar E-Mails. Und wenn wir es schaffen, ich bin mir aber nicht sicher, gibt es vielleicht noch Angelina Jolie nackt. Der rote Faden der heutigen Sendung war, ihr habt recht, Angelina Jolie. Ich habe schon zu Beginn gesagt, wenn ihr fleißig seid und nett und vor allem lieb und den ganzen Abend noch hier auch bei P3 dran bleibt, dann gibt es etwas, was es so vielleicht bei Brad Pitt ab und zu sehen gibt, aber normalerweise nicht. Und ich rede natürlich von dem Trailer zu Beowulf. Was das beides miteinander zu tun hat, erfahrt ihr, wenn ihr euch den Trailer angeguckt habt. Viel Spaß. Warum ist jetzt Pause? Er soll nicht Pause. Start. Wer hat denn ja Pause gedrückt? So, da, guck. Bist du der, den sie Beowulf nennen? Auf einen Mann wie dich könnte das größte Lied gedichtet werden, das je gesungen wurde. Beowulf. Was bist du? Sie ist die Letzte. Mit ihrem Tod fallen die Dämonen in die Finsternis zurück, aus der sie kamen. Dieser Dämon sucht euch nicht mehr heim. Ich bin hier, um euer Monster zu töten. Zeig dich! Beowulf. Bleib bei mir. Und ich mache dich zum größten König, der je gelebt hat. Hast du sie umgebracht? Antworte mir. Hast du sie umgebracht? Nein! Sie ist nicht mein Fluch. Nicht mehr. Trotz all deiner Reichtümer, deines Königreichs, deines Ruhmes, bist du nichts. War sie so schön, Beowulf? War ihre Schönheit es wert? Ich habe dieses Grauen über mein Königreich gebracht. Darum muss sie auch durch meine Hand sterben. Mein ist die Kraft und die Lust und die Macht! Ich bin unsterblich! Ich bin Beowulf! Beowulf. Ein komischer Film. Ich bin mal sehr gespannt. Also ist ja so diese Mischung aus offensichtlich computeranimiert und dann aber wieder real und irgendwie. Teilweise sieht es sehr künstlich aus, teilweise sieht es sehr cool aus und naja, Angelina Jolie.
Habe ich euch versprochen und ihr habt es auch gesehen. Und Ähnliches gilt natürlich auch für das, was ich versprochen habe mit den E-Mails. E-Mails sind immer wieder schön und natürlich auch absolut gewollt. Schickt mir weiterhin fleißig eure Anregungen, eure Tipps, eure Fragen natürlich an michael@giga.de. Ähnliches hat auch in der vergangenen Woche wer letzte Woche geguckt hat, kennt mein Problem mit dem Ausdrucken. Ich weiß nicht, woran es liegt. Irgendwie druckt der Drucker immer so klein aus, aber nicht alle. Irgendwie, die druckt er teilweise so klein aus, aber teilweise druckt er so auch normal groß aus. Computerexperten, helft mir. Nichtsdestotrotz kann ich es trotzdem lesen, denn der Fabian Bergmann schreibt hier: Hi Michael, erstmal vorab, P3 ist die beste Sendung, genau. Aber es gibt eine Frage, die noch keiner gestellt hat. Und zwar wollte ich mal wissen, ob die PlayStation 3 durch Downloads auf die Festplatte beim Spielen langsamer bzw. ruckeliger bei Spielen wird. Grüße vom Fabian 2601 aus Thüringen. Genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Zumindest glaube ich, dass es das ist, was du auch meinst. Es gibt diverse Spiele, die tatsächlich Sachen, zum Beispiel Ratchet & Clank gehört auch dazu, die Sachen bei der Erstinstallation oder beim ersten Spielen auf die Festplatte draufpacken. Und das hat den großen Vorteil, dass eine Festplatte im Normalfall ja eine höhere Datendurchsatzrate hat, als das von der Blu-ray oder ähnlichen möglich ist und dadurch dann halt Sachen schneller geladen werden können. Das gab es in der Vergangenheit auch schon mal, aber halt eine Festplatte ist absolut notwendig dafür. Und in dem Moment ist dieser Effekt tatsächlich eher, dass die Spieler schnell werden und nicht, dass sie irgendwie rucklig werden. Insofern ist das eigentlich sehr, sehr gut. Dann hier, Moment, der Stefan Wirth schreibt: Hab mir vor kurzem die PlayStation 3 gekauft und würde gern wissen, ob man beim Erstellen eines Kontos unbedingt eine Kreditkarte haben muss. Nicht unbedingt, nur wenn du was kaufen willst. Also die Sachen mit Demos runterladen oder sowas, das funktioniert auch problemlos ohne Kreditkarte. Aber wie gesagt, runterladen, das nur dann, wenn du kostenpflichtige Sachen runterlädst, da musst du dann eine Kreditkarte haben. So, dann noch eine vom... Wie viel haben wir noch? 30 Sekunden? Oh nee, dann komme ich dazu nicht mehr. Nee, dann müssen die Fragen leider noch ein bisschen hinten anstehen, denn 30 Sekunden sind gerade noch Zeit genug, um euch zu sagen, was nächste Woche kommt. Da gibt es einen Vergleich zwischen den beiden Fußball-Titanen, zwischen FIFA und Pro Evolution Soccer. Ich werde gucken, ob ich den Nils wieder überzeugen kann, mit mir zusammen hier zu sitzen. Bis dahin viel Spaß und jetzt geht's weiter mit Giga Games. Ciao! Oh, my God.